Wenn ihr nicht der Sohn eures ebenfalls schon unfähigen königlichen Vaters wärt, sondern nur ein ganz normaler Bürger, hätte eure Nutte von Mutter euch im nächstbesten Tümpel ersäuft. Und ich werde jetzt gehen und eure Frau bumsen, wenn ihr nichts dagegen habt, und danach eure Mätressen. Habt ihr die Aufrührer hinrichten lassen, wie ich es euch aufgetragen habe? Ich hoffe, sie haben sehr gelitten. Unbeschreiblich gelitten, mein König. Oh, das ist Musik in meinen Ohren. Wie wundervoll. Was machen wir jetzt? Hat sich noch jemand gegen mich aufgelehnt? Nein, leider niemand, mein König. Wie schade. Schickt nach meinem Hofnarren. Sehr wohl, mein König. Holt den Hofnarren. Ah, Pierre, mein treuer Hofnarr. Was ist? Ich saß gerade auf dem Scheißhaus. Oh, welch derbe Sprache. Auf dem Scheißhaus saß er. Habt ihr das gehört? Sag mir jetzt, was du willst, oder ich mach mich wieder vom Acker, du fette, eingepuderte Qualle. Eine fette, eingepuderte Qualle nennt er seinen König. Habt ihr das gehört? Ach, Pierre, ihr seid mit allem Gold der Welt nicht zu bezahlen. Und er hat ja vollkommen recht. Ich sehe ja wirklich aus wie eine eingepuderte fette Qualle, oder? Was sagt ihr? Es stimmt schon ein bisschen, oder? Naja, also ein bisschen vielleicht schon. Ach, wirklich? Ihr findet also, dass der König von Frankreich aussieht wie eine eingepuderte, fette Qualle? Legt diesen Feigling in Ketten und werft ihn bis an sein Lebensende in das dunkelste Verlies, das ihr finden könnt! Sehr wohl, mein König, eine angemessene Strafe. Gnade, lass Gnade walten. Ich hab das überhaupt nicht so gemeint. Eure Hoheit hat wirklich das schönste Antlitz. Gnade! Köstlich, wie er sich wehrt. Und schon bald wird er Zähne und Haare verlieren in seinem dunklen Drecksloch. Was sagt ihr, Pierre? Findet ihr, ich bin zu streng? Ihr seid in erster Linie zu dämlich und zu inkompetent und zu fett. Und das Einzige, was eure unglaubliche Schwachsinnigkeit noch übertrifft, ist eure spektakuläre Hässlichkeit. Wenn ihr nicht der Sohn eures ebenfalls schon unfähigen königlichen Vaters wärt, sondern nur ein ganz normaler Bürger, hätte eure Nutte von Mutter euch im nächstbesten Tümpel ersäuft. Und wo ihr gerade von einem dunklen Drecksloch sprecht, ich werde jetzt gehen und eure Frau bumsen, wenn ihr nichts dagegen habt, und danach eure Mätressen. Gekommen ist, Pierre. Wie schafft ihr es nur immer wieder, euch selbst zu übertreffen? Wissen Sie, es macht einfach keinen Spaß, jemandem die Wahrheit zu sagen oder ihn zu beleidigen, wenn derjenige so doof ist, dass er nichts davon ernst nimmt. Ich meine, wo ist denn da der Sinn? Diese spitze Zunge. Fantastisch, Pierre. Nein, das ist ernst gemeint. Alles ist ernst gemeint. Ich verachte euch. Ganz Frankreich verachtet euch. Hört auf, hört auf. Ich kann nicht mehr. Schluss, Pierre. Ihr seid einfach zu köstlich. Habe ich jetzt nicht verstanden, den Sketch? Mein Traumberuf? Ja, war eigentlich Buchhalter. Schön kreativ mit Geld umgehen, aber ich stamme nun mal aus einer langen, strikten Linie von Spaßmachern. Und schon mein Ur-Ur-Urgroßvater hat bereits Caligula verarscht. Und deswegen hieß es bei uns immer, Junge, geh bloß auf Nummer sicher. Alles mit Geld ist ein Risikojob. Aber dämliche Könige und Kaiser wird's immer geben, also mach ich den Scheiß.